Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Farm Together. Ja, heute möchte ich mal etwas ganz Besonderes starten, was ich so in der Form bisher noch nicht hatte. Und zwar werde ich eine völlig neue Farm starten. Die wird dann eine Community Farm werden, wo wir uns alle hin und wieder treffen können, wo wir ein bisschen abhängen können. Wo wir natürlich auch arbeiten können, wenn ihr wollt, aber ihr könnt das Ganze natürlich auch liegen lassen, weil die soll schon so automatisiert werden, dass ja eigentlich mit der Zeit irgendwann nicht mehr so viel beziehungsweise eigentlich quasi nichts mehr zu machen sein muss. Also dass wirklich alles ähnlich wie bei meiner Hauptfarm über die Mitarbeiter von mir läuft, also über die Gehilfen. Und dass man sich dabei um nichts mehr kümmern muss. Leider ist es jetzt gerade Nacht geworden. Das war jetzt so nicht ganz eingeplant. Passt aber ganz schön zu meinem Halloween-Schmetterling-Outfit. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal eine völlig neue Farm. So, wir gehen auf meine Farm und auf Erstelle Farm. Ich habe auch ein bisschen überlegt, was ich jetzt eigentlich hier machen möchte. Von der Optik her muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Standardgebiet finde ich ganz schön. Dieses Wassergebiet finde ich ganz schön. Die Steilgebiete finde ich ehrlich gesagt ziemlich grausig. Also was ich sehr schön finde mit diesen Brücken zwischendurch. Aber das kann man nicht so effizient machen, wie ich es gerne hätte. Weil wie gesagt, es soll alles ja automatisiert werden, so dass man sich da auch um nichts großartig kümmern muss, dass man quasi die Farm nur anlassen muss und ja zumindest für ein paar Stunden alles läuft und man nichts machen muss, bis man dann natürlich irgendwann wieder Tickets ziehen muss. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den sogenannten Hardcore-Modus zu nehmen, was für mich persönlich aber der einfachste Modus ist, nämlich das flache Gebiet. So, ich möchte die natürlich nicht Kartoffel-Ranch-Farm nennen, wobei das auch sicher ganz lustig wäre. Ich werde sie die Community-Farm nennen. Rins Community-Farm. Ja doch, das passt noch hin. Ist doch gar nicht so lang, wie ich gedacht habe. Okay, wir erstellen diese Farm. Was für mich persönlich jetzt ganz wichtig ist, dass ich die erstmal auswähle und das Ganze nicht öffentlich mache, sondern erstmal lokal. Aufgrund dessen, dass ich dass ich ja im Moment noch auf Level 1 bin und nicht allzu viel da gemacht werden kann. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ich möchte unbedingt ich möchte unbedingt mithelfen hierbei, dann ist das natürlich für den Anfang ja sehr lieb gemeint, aber ich habe eigentlich ja schon nicht wirklich viel zu tun. Und dementsprechend wäre es natürlich besser, wenn da ist auch nichts aktiv gerade. Nein. Wenn ich dann das Wenige, was ich überhaupt machen kann, ich dann alleine mache. Dann habe ich zumindest auch ein bisschen was zu tun, wenn ich hier auf der Farm bin. Und ja, also wir machen das, wie ihr es eigentlich schon von mir gewohnt seid. Wir sammeln hier erstmal alle Bäumchen auf. Das ist ja im Prinzip immer nach dem gleichen System. Ich sollte nicht 5 Tasten gleichzeitig drücken. Naja, okay, ich lasse das mal lieber mit dem Laufen. Gleichzeitig mit dem Sprinten und mit dem Einsammeln, das ist irgendwie ein bisschen, naja. Wir sammeln jetzt hier erstmal alle Zitronenbäumchen, die wir haben, setzen die hier hin, wobei das jetzt eigentlich viel zu nah ist, aber ich muss die Straße hier erstmal kurz, geh da rum, erstmal kurz ein bisschen anders hinbauen. So. Was ist mit der anderen Seite? Da ist gar keine Straße, ne? Mache ich da am besten mal eins hin. So, und ich mache das ja am Anfang immer gerne so, dass ich das nehme, 2 daneben habe, das heißt, und dann noch eine Straße rein. Das heißt, eigentlich glaube ich, dass das so reichen sollte. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich bin gerade am Überlegen. Es ist schon so lange her, dass ich eine neue Farm gemacht habe und ganz ehrlich, ich habe mir auch lange gesagt, nee, du hast da gar keine Lust mehr drauf. Du hast jetzt so deine, ich weiß nicht, 14 Farmen oder so. Du brauchst dir das jetzt nicht anzutun und da jetzt wieder irgendwo eine zu machen. Aber ja,
Ich habe überlegt, ob ich das hier nicht machen sollte. Und ich weiß auch nicht, wie oft die Farm online ist. Das ist auch noch die andere Sache. Wenn natürlich jetzt nicht so das extreme Interesse da ist, dann wird die Farm, weiß ich nicht, vielleicht mal einmal die Woche online gehen oder so. Muss ich dann natürlich mal ein bisschen gucken. Muss auch ein bisschen mit meinen sonstigen Zeiten natürlich vereinbar sein. Ja. Ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber es kann eventuell sein, dass ich demnächst auch nicht mehr so viele private Zeit habe. Und dementsprechend auch, ich habe ja noch drei. Das habe ich gar nicht mitbekommen hier. Dementsprechend muss ich mich da natürlich auch ein bisschen nachrichten. So, das nehmen wir natürlich am Anfang gerne mit. Nein, ich habe dich gerade markiert. Komm mit. So, die stellen wir hier hin. Und dich würde ich gerne hier stehen lassen, aber das geht nicht ganz. So, die stellen wir mal ein bisschen rüber. So, dann haben wir nämlich dieses Anfangsgebiet schon mal. Da hinten die Sachen könnten wir. Hier sind Trauben, die könnten wir jetzt gerade nicht machen. Also so die erste Runde, das habe ich ja sonst auch immer mit euch zusammen gemacht. Werde. Achso, ich weiß gar nicht, welche Quest ich überhaupt habe. Nein. Kuh muss. Ach Gott! Mann! Q muss ich nicht drücken, wollte ich eigentlich gerade sagen, sondern Q habe ich gerade gedrückt. So, Apfelbaum reden kann ich auch nicht mehr, brauchen wir 20. Und die Erdnüsse. Die Erdnüsse dürften wir jetzt noch nicht. Doch, die haben wir, aber nächsten Monat. So, mal gucken. 3, 6, 9. Das würde hier genau auskommen. Dann mache ich hier schon mal was fertig für die Erdnüsse. So. Wir machen das dann natürlich mit der Farm hier genauso wie wenn ich eine neue Farm gebaut habe. Ich schalte euch immer mal wieder zwischendurch hinzu. Ich gebe auch hin und wieder natürlich ein paar Tipps, wenn ich was gemacht habe, beziehungsweise ich erkläre euch dann, was ich gemacht habe und warum ich das gemacht habe und warum auch gerade in der Reihenfolge. Oh, wunderbar. Hier sind auch noch Erdnüsse, sehe ich gerade. Zumindest 6 Stück könnten wir dann schon mal abernten gleich. Wunderbar. So, haben wir Karotten? Karotten haben wir frei. Die werden wir direkt mal austauschen, weil das soll nämlich die 3 hier sein. Das sind eigentlich so Sachen, die am Anfang oft benutzt werden. Also die Karotten werden schon mal öfter benutzt. Die Erdbeeren wollte ich gerade sagen. Die Erdnüsse werden öfter mal benutzt. Die Kartoffeln, ja, ich sag mal hin und wieder. Nicht ganz so oft, finde ich, wie die Erdbeeren. Ach, die Erdbeeren. Was habe ich denn mit Erdbeeren, Mann? Ja, ich mag Erdbeeren und ich hätte jetzt auch totale Lust darauf, aber ich habe leider keine da. Es ist keine Erdbeerzeit. Deswegen weiß ich nicht, wie ich da drauf jetzt komme. Also die Erdnüsse, so, die werde ich auch gleich ernten, nebenbei bemerkt. Die kommen genauso wie die Möhren. Und was wollte ich jetzt noch an. Ach so, genau, und den Salat. Der kommt auch hin und wieder mal vor. Die Kartoffeln eigentlich eher weniger. So. Wieso können wir euch denn hier noch nicht machen? 32 Sekunden, das ist ja doof. Jetzt hier schon mal das rein. Ja gut, das ist eine Sekundensache. Also das werden wir auf jeden Fall noch in diesem Monat hinkriegen. Wobei die Karotten, glaube ich, das ganze Jahr anzubauen sind, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, es ist unheimlich lange her, dass ich das gemacht habe überhaupt. Also gespielt habe. 7 Sekunden. Naja, komm, die Zeit. Eine Sekunde. Die warten wir mal eben kurz ab noch. Da lohnt es sich dann wirklich nicht mehr rüber zu laufen. Für diejenigen, die meine Let's Plays von Farm Together vielleicht noch nicht so verfolgt haben, ich habe auf Gameplayerin Family so ein bisschen ausgelagert. Möchte aber die Sache mit dem Community-Server ehrlich gesagt gerne hier so ein bisschen publik machen. Ach, das ist auch wieder so blöd hier. 1, 2, 3. Das geht dann wieder nicht mit den Kartoffeln. Ach Gott, das nervt mich schon wieder, wie die das angebaut haben. Ja, weil
zwar die Leute, also ich werde da eventuell noch ein kleines Video zu machen, dass es, also wenn es denn soweit ist, dass es einen Community-Server gibt, nicht Server, eine Community-Farm gibt und dass man gerne joinen kann, wenn diese online ist. Ich habe allerdings jetzt leider keine festen Zeiten, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich kann immer montags oder wie auch immer die Farm öffnen. Das ist noch ein bisschen problematisch, hängt auch ein bisschen davon ab, was ich noch für Nachrichten bekomme diese Woche. Also ich hoffe, dass ich diese Woche die Nachricht bekomme. Moment, jetzt muss ich gerade mal eben was gucken. Wir haben, genau, wir haben nämlich den Gemüsestand, können wir schon bauen. Das war jetzt ein tolles Deutsch. Wir haben nämlich den Gemüsestand, können wir bauen. Okay, dann können wir das nämlich erstmal verkaufen. Hätten wir schon eine Weile vorher machen können, aber ich habe da jetzt gerade erst dran gedacht, ehrlich gesagt. So. Zack, das wollen wir auch noch machen. Wo war ich jetzt? Von wegen Zeit haben. Ja, ich warte da noch so ein bisschen auf Rückmeldung. Wahrscheinlich diese Woche. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, bis wann ich da Rückmeldung bekommen sollte. Und davon ist es sehr, sehr abhängig, wie viel Zeit ich demnächst haben werde. Ach so, das sind hier die Eventsachen. Aber ich kann doch jetzt die Erdnüsse machen, genau. Da habe ich doch drauf gewartet. Das machen wir dann auch. Oh, die sind ziemlich teuer, sehe ich gerade. Das wiederum ist schlecht. Eieiei, okay. Also ich brauche auf jeden Fall 14. Das könnte jetzt mega, mega knapp werden. Weil ich hätte schon gerne alle angepflanzt. Aber natürlich nicht mehr angepflanzt, als ich eigentlich muss, weil das sind 30 Minuten. 26. Das ist immer noch sehr viel, selbst wenn ich das jetzt hier gieße. Ich meine, ich mache es jetzt trotzdem. Ich gieße jetzt trotzdem erstmal alles der Reihe nach durch. Dadurch könnt ihr halt die Zeit beschleunigen. Ja, die Restzeit, sage ich mal, die ihr noch benötigt, bis ihr das Feld ernten könnt. Das könnt ihr übrigens später. Das müsst ihr natürlich nicht alles zu Fuß machen. Im Gegensatz zu anderen Farmspielen, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde das hier nicht ganz so dolle gemacht. Da ist es doch eine ganze Weile, dass man erstmal zu Fuß laufen muss. Also ich finde, so im Vergleich ist es doch sehr, sehr lange. Ich bin es von anderen Farmspielen eigentlich gewohnt, dass man ja gewisse Sachen schon von Anfang an hat, die einen das Leben auf der Farm eben etwas erleichtern. Das ist hier leider nicht so direkt der Fall. Ich denke mal, dass das aber auch damit eventuell zusammenhängt, ja, dass die Macher vielleicht möchten, dass man sich lange mit dem Spiel beschäftigt, weil bei vielen anderen Spielen kann man die Zeit vorspulen oder irgendwie anders darauf Einfluss nehmen, wenn man spezielle Sachen baut oder wie auch immer, dass alles so ein bisschen schneller vorangeht. Hier ist das allerdings nicht möglich. Also, ja gut, durch das Bewässern natürlich ein bisschen, das schon. Aber es ist halt jetzt nicht so extrem möglich wie teilweise wirklich in anderen Spielen. Deswegen. Ja, aber trotzdem, ich finde Farm Together einfach ein absolut klasse Spiel. Anders kann ich es nicht sagen. Kann ich eigentlich. Ich kann auch gar keine Kartoffeln machen, ne? Wo sind die Kartoffeln? Kartoffeln. Seid ihr die Kartoffel? Ich erkenne den Schatten überhaupt nicht mehr. Aber das ist doch Stufe 2. Doch, das könnte hinkommen, dass das die Kartoffeln sind. Muss ich nochmal gucken. Bei so einem Salat kriege ich sicher. Ne, da kriege ich fast gar nichts auf der Stufe. Also ihr seht oben rechts unter der Sonne. Das ist nämlich. Nein, da wollte ich nicht draufklicken. Das ist nämlich die Jahreszeit, die gerade aktuell herrscht. Darunter ist jetzt noch so eine 1 in so einem Stern drin. Und die ist nichts anderes als das Level von meiner Farm. Und mit allem, was ich mache, egal was es jetzt ist, erhöht sich die Farm immer ein bisschen. Also manche Sachen, gerade so die Sachen, die man später dann anpflanzt oder Blumen, die man ja anbaut oder wie auch immer ich das nennen soll, können da schon mal einen riesen Schub geben. Und die hat auch sehr wenig Wasser. Das machen wir mal direkt mit hier. Und ihr seht schon, 1 Stunde, 1 Minute und plötzlich 34, ja, sag mal knapp 35 Minuten hier auch wieder. Fast 47 Minuten. Wir gießen
fast 25 Minuten. Also je nachdem, wie lange es dauert, kann das mit dem Wasser schon unheimlich viel bringen. Achso, war jetzt nur einmal. Okay, die Frage ist jetzt, da wir die Ernte. Das habe ich ja immer gerne so ein bisschen übersichtlich. Also zum einen möchte ich nicht so weit laufen aktuell. Und zum anderen möchte ich es sehr übersichtlich haben. Also ich werde da auf jeden Fall noch einmal so ein Dreierpäckchen dazwischen machen. Das heißt, ich werde die Fische dann erstmal hier hinsetzen. So. Eigentlich könnte ich die auch noch ein bisschen näher ransetzen, aber egal. Dann habe ich so nach oben und zur Seite weg, kann ich mir dann große Felder anlegen. Das ist gerade für den Anfang, für den Start doch sehr, sehr wichtig. Wenn ihr nämlich jetzt auf M geht und euch die Map anguckt, das ist nämlich nicht nur dieser Bereich hier, sondern es wird noch viel, viel größer. Das ist jetzt ein Feld, was nach oben geht. Es geht aber insgesamt drei Felder nach oben und drei Felder nach unten. Dementsprechend, ja, ist das halt nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, den ihr jetzt hier aktuell seht. Ich mache das dann normalerweise so, damit man so ein bisschen Verständnis hat. Ach so, das hier, das kann ich noch kurz erklären. Wenn ihr also eure Farm auf Level 3 seid, ist so, dann könnt ihr die erste Erweiterung fürs Land kaufen. Das heißt, das sind, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube 50 Edelsteine oder sowas. Nee, ich glaube mit 20 oder so fängt es an. Und da könnt ihr dann die erste Erweiterung mitkaufen mit den Edelsteinen. Und diese Edelsteine bekommt ihr unter anderem zum Beispiel, wenn ihr hier jetzt was verkauft. Das heißt, wenn wir jetzt was ernten, allerdings nur Gemüse, das ist das Zeichen für Gemüse. Und wenn ihr jetzt, okay, so seht ihr es jetzt nicht, aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel drauf geht, da seht ihr unten rechts neben den Ertrag, das ist ein Gemüsezeichen. Das heißt, wenn wir Karotten ernten, dann kriegen wir mal eins gut geschrieben beim Gemüse. Wenn wir Salat ernten, das gleiche. Wenn wir Erdnüsse ernten, würden wir jetzt bei den Nüssen eins gut geschrieben bekommen. Dazu haben wir jetzt aber noch nichts. Also da gibt es ganz viele von diesen Verkaufsständen und das ist jetzt auch nur ein kleiner Verkaufsstand. Es gibt auch noch größere Verkaufsstände. Der hier braucht immer eine gewisse Zeit, bis man dann wieder draufklicken kann. Ich sag mal, der eine braucht 20 Minuten, der andere braucht 3 Minuten, der nächste 10 Minuten und so weiter. Und der hier wartet jetzt darauf, dass noch 11 Mal Gemüse reinkommt. Zum Beispiel hier durch den Salat. Den können wir jetzt nochmal ein bisschen bewässern und dann kann man das Ganze nämlich, wie ich das eben gemacht habe, daran verkaufen. Und dann erhaltet ihr, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel, aber hier müsste man es ja auch sehen. Hier, dann erhaltet ihr pro Mal, wenn ihr was verkauft, erhaltet ihr 5 Edelsteine. Also das Ding kostet einmalig 1000, ja, Geld, Gold, Münzen, wie auch immer. Und ihr verkauft dann, das kann man unten rechts schon sehen, ihr verkauft dann immer 20 Stück. Und Lager heißt dann so viel wie, dass euer Lager sich um 40 erhöht, wenn ihr jetzt dieses Teil hier aufbaut. Das heißt, ihr könnt 40 mehr einlagern und die dann auch, also sprechen dementsprechend dann pro Teil, was ihr aufbaut, zweimal mehr verkaufen als sonst. Das würde jetzt jede Minute theoretisch anklickbar sein, aber wir haben halt, wie gesagt, nicht genug Waren. Und dann gibt es zum Beispiel den Brunnen hier, der würde mich jetzt 4 Edelsteine kosten, würde aber alle 2 Minuten 20, ja, ich sag mal Dollar, 20 Dollar bringen, was aber eigentlich nicht so wirklich viel ist. Dann haben wir hier noch die Blumen, da können wir jetzt im Moment noch gar nichts machen, wie man sieht, da ist nichts freigeschaltet. Die Fische, da ist auch noch nichts freigeschaltet. Das kommt dann ein bisschen später. Wobei, naja, gut, die sind jetzt wieder nicht sortiert gerade. Oder was bist du hier? Ach, kann auch ein Eventfisch sein, weil es so lila umrandet ist. Ja, das könnte sein. Das ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt am Schatten richtig deute, auch ein Eventhase, nämlich der Osterhase. Und das sind auf jeden Fall auch Eventtiere hier. Dementsprechend nehme ich an, dass der Fisch auch ein Eventfisch ist. Hier Apfelbäumchen könnten wir theoretisch auch machen. Die kosten aber natürlich wahnsinnig viel. Also da sollte man dann immer mal gucken. 100. Oh, jetzt können wir schon wieder ernten. Jetzt haben wir so lange hier gesprochen und gezeigt, dass wir. Ja, doch, das war richtig. Die können wir hier wieder einpflanzen. Weil ich möchte, wie man vielleicht schon sehen kann, immer 3 Reihen von dem gleichen machen, weil wir nämlich später so einen kleinen Traktor bekommen. Das
dauert jetzt leider noch ein bisschen. Der Anfang, der dauert immer sehr, sehr lange. Also später geht es eigentlich recht schnell. Also selbst wenn man nur einmal am Tag reingeht oder so und das mal eben aberntet, da geht es doch recht schnell, dass man von den Leveln her dann höher geht. Aber am Anfang ist das so dermaßen mühselig, ich kann es nicht beschreiben. Deswegen habe ich ehrlich gesagt auch lange, lange Zeit gesagt, dass ich das nicht nochmal machen möchte, dass mir meine ganzen Farmen reichen. Aber ja, irgendwie habe ich es mir dann doch in den Kopf gesetzt, weil ich gedacht habe, es wäre eigentlich ganz schön, weil hin und wieder auch Leute gefragt haben, was denn mit der Farm ist. Also die haben mich dann privat über Steam angeschrieben oder ähnliches. Haben dann gefragt, was mit der Farm ist, wann ich nochmal online bin. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, eigentlich würde ich ja gerne online sein, aber ich habe kein richtiges Ziel, sage ich mal, warum ich überhaupt online sein sollte. Und ja, mit dieser Community Farm hätte ich dann zumindest ein Ziel, dass ich dann tatsächlich vielleicht auch wieder regelmäßig online gehe. Also ich muss mal gucken, wie gesagt, wie da so in Anführungszeichen der Andrang ist. Jetzt habt ihr es übrigens gesehen, oben haben wir jetzt 20 Edelsteine. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, die erste Erweiterung kostet 20. Ich bin mal nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, sie kostet 20. Und die möchte ich natürlich dann schon mal haben. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Erweiterung auch wirklich machen können. So, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so genau, wann ich dieses Video hochlade. Eventuell ist das dann auch schon wieder ein bisschen veraltet jetzt von meiner Seite aus mit dieser Farm. Das weiß ich jetzt nicht, weil wir nämlich das Problem haben. Also wir haben jetzt Anfang Mai, muss ich dazu sagen, haben jetzt Freitag. Und wir haben das Problem, dass in circa 2, längstenfalls 3 Wochen die Handwerker hier auftauchen. Und die werden dann so 2 Wochen, eventuell auch ein bisschen länger hier sein und das komplette, die mache ich jetzt neu, ja, das passt auf jeden Fall, das komplette Dach abreißen und erneuern. Also wir kriegen ein komplett neues Dach drauf. Und ich denke, dass das doch sehr, sehr laut sein wird. Also zumindest auf der Seite hier, wo das Schlafzimmer ist. Ich weiß ja nicht, wie die das machen, wo die anfangen und in welcher Reihenfolge das gemacht wird und so weiter. Ja, da bin ich auch so ein bisschen überfragt, aber auch gespannt drauf. Das war jetzt eigentlich doof, was ich gemacht habe. Ich hätte natürlich auch jetzt in der Reihenfolge gehen können. Naja, egal. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich rede nämlich wieder zu viel. Eins, zwei, drei. Eins freilassen. So, dann machen wir die dahin. Da würde ich dann theoretisch 3 machen. Deswegen setze ich die jetzt mal hier erstmal hin. So, euch möchte ich eigentlich noch nicht füttern. 20, naja, 20 ist noch okay. Weil die Hühner kommen hin und wieder mal in den Quests vor. Bin gerade überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Ich lasse die, glaube ich, hier in der Ecke. Machen wir hier eins, dann da eins frei und dann hier die Hühner. So. Machen wir jetzt erstmal so, damit das ein bisschen mehr zusammen ist. Da können wir euch schon wieder füttern. Das ist grauenhaft. Also die kann man wirklich mehr oder weniger permanent füttern. Aber ich will sie dann auch noch nicht ernten, weil ich die dann erstmal so stehen lassen möchte, bis ich sie dann wirklich für eine Quest brauche. So, die kommen ab Level 2, kann ich die machen. Ja gut, das haben wir ja bald. So. Dann holen wir hier nochmal Geld ab. Also im Endeffekt seht ihr jetzt schon mal, wie der Aufbau bei mir ist. Hier wird auch meine Karotten sind schon wieder durch. Und eine zumindest von meinen Kartoffeln. Vielleicht kriege ich den Rest dann auch bald da weg, weil ich die nämlich gerne nebendran quasi anbauen möchte. Also so wird der Aufbau erstmal sein. Ich mache das immer gerne etwas strukturiert, gerade so im Anfangsgebiet, wo man ja auch noch nicht so viel Platz hat, dass ich dann relativ mittig mein Stadtgebiet da hinten mache, dass ich die Farm hier ausbaue. Also ich werde dann auf jeden Fall die Felder dann noch entsprechend bis hier oben ausbauen und dann bis da hinten zur Seite ausbauen, bis da ausbauen, damit man dann auch schön die Quests damit machen kann. Und ach so, Quests.
Ich drücke immer die falsche Taste. Ich weiß gar nicht, warum. So, damit ihr überhaupt wisst, wofür wir das machen. Und zwar, das noch eben so als Schlusswort. Wenn wir eine Quest haben, das hier ist jetzt das Frühlingsfest, was aktuell noch aktiv ist. Das habe ich aber vorletztes Jahr, glaube ich, schon gemacht. Das muss ich nicht nochmal machen. Aber das ist jetzt zum Beispiel meine allererste Quest. Deswegen gibt es auch zugegebenermaßen noch nicht allzu viel als Belohnung. Da müsst ihr jetzt, wie ihr seht, hier sieht man übrigens auch, wie viel man davon hat. Also ich habe jetzt aktuell 9 Apfelbäume. Ich werde dann auch mit der Zeit, so wenn ich ein, zwei Jahreszeiten rum habe vielleicht, werde ich dann immer mal wieder noch ein bisschen was dazu bauen, sodass ich dann auch mehr bekomme an Geld. Genauso wie bei den anderen Bäumchen dann auch. Und Erdnüsse habe ich jetzt noch 18 gemacht. Das ist also einmal so die Reihe durch, die ich jetzt da hatte, obwohl ich schon 6 davon geerntet hatte. Und insgesamt muss ich 20 mal die Apfelbäume ernten und 20 mal die Erdnüsse ernten. So, ich kann nicht mehr reden. Wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich einmal 10 XP, was an sich ja nicht viel ist. Auch am Anfang ist es noch nicht so wirklich viel. Aber ich meine, gut, das ist immer eine Erfahrung. Und ich bekomme einmal hier so ein, so eine Medaille. Und die Medaillen werden später noch unheimlich wichtig. Im Moment können wir leider noch nichts machen. Und ich kann es leider auch noch nicht zeigen. Muss mal eben gucken, was meine Erdnüsse eigentlich machen. Die könnte man nämlich jetzt auch ein bisschen abkürzen hier. Aber die Medaillen sind sehr, sehr wichtig. Beispielsweise mit Medaillen kann ich mir später, wenn die Farm größer ist, so Wegpunkte hinsetzen, die dann ähnlich wie diese Bushaltestelle da hinten funktionieren. Und zwar, ich zeige euch das jetzt gleich, wenn ich hier mit der Reihe durch bin. Und zwar kann man dann auf die Karte klicken und sich dorthin teleportieren. Das heißt, wenn ich jetzt, das machen wir noch eben, wenn ich jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal, ich habe ja ganz viele von den Erweiterungen schon gekauft. Es wird ja auch reichen, wenn ich nur so 2 hier neben gekauft habe. Wenn ich irgendwo weit weg bin und ich habe keine Lust, da hinten hinzulaufen, gehe ich dann auf die Karte. Ihr denkt euch jetzt einfach, das wäre so ein Wegpunkt, 1, 2, 3, 4. Klickt da drauf und zack, teleportiere ich mich dann hier hin. Und das ist immens wichtig, wenn eure Karte sich vergrößert. Wirklich immens wichtig. Und dafür braucht ihr zum Beispiel solche Medaillen. Aber es gibt noch andere Sachen, wo ihr Medaillen für braucht. Also im Endeffekt braucht ihr am Ende ganz viele Medaillen. Zum Beispiel für die Erntehelfer, die ihr dann später holen könnt. Die stehen dann, so wie ich sage jetzt mal, hier an einem gewissen Punkt. Und die haben dann so ein spezielles Feld um sich rum, wo die ernten können. Das sind immer 7 Felder in jede Richtung. So vom, also so, wenn ihr euch jetzt so ein Kreuz vorstellt, dann ist es nicht, nee, Quatsch, ich habe falsch gesagt. Wenn ihr euch so ein Kreuz vorstellt, stehe ich in der Mitte und rechts und links von mir jeweils sind das 6 Felder zur Seite und nach oben und nach unten auch jeweils 6 Felder. Also ich stehe auf dem 7. Feld. So, das habe ich ein bisschen blöd ausgedrückt. Und in diesem ganzen Bereich können die dann alles machen. Also die können dann die Bäume ernten, die können die Tiere füttern, theoretisch auch was abernten, aber die würden wirklich nur abernten, die würden jetzt nichts Neues drauf ernten. Deswegen kann man sie dafür leider nicht gebrauchen. So, wie ihr seht, sind die Bäumchen jetzt auch schon wieder fertig. Da werde ich mich jetzt drum kümmern. Sind übrigens diesmal beide fertig. Es kommt natürlich immer darauf an, was es für ein Baum ist. Hier der Apfelbaum ist in allen 4 Jahreszeiten immer zum Ernten bereit. Aber es gibt so viele unterschiedliche Bäume, genauso wie mit den Pflanzen und so weiter auch. Die Pflanzen sind immer nach einer gewissen Zeit sozusagen reif, dass man die ernten kann, sage ich mal. Also, dass man da Geld von bekommt oder andere Dinge teilweise. Und die Bäume sind immer zu gewissen Jahreszeiten aktiv, also reif. Oh, jetzt ist es schon wieder voll. Da habe ich aber noch nichts von. Ja, wir haben es jetzt leider nicht ganz geschafft, auf Level 2 zu kommen. Achso, ihr seid schon zum Ernten bereit. Nee, ernten wollte ich euch jetzt allerdings nicht. Ich werde mal ganz schnell zu den Kartoffeln laufen. Vielleicht kriege ich das ja noch hin. Tada, wir sind auf Level 2. Aber ich glaube, ich brauchte 3 für die... Ja, genau, ich brauchte 3 für die Erweiterung. Also es ist egal. Aber ich kann mich jetzt dran setzen und ich kann jetzt hier zum Beispiel die Hühner bestellen. Hier seht ihr jetzt auch zum Beispiel, die Trauben sind hinzugekommen, die Aubergine, die Kartoffeln. Und unten seht ihr dann auch, das dauert 3 Stunden, bis man die ernten kann. Da seht ihr dann auch die Jahreszeiten, wann die
nicht zu ernten, anzubauen sind. Und ja, was halt rauskommt, in dem Fall jetzt Gemüse. Und man bekommt halt immer Erfahrungspunkte und in dem Fall jetzt aktuell noch 110 Dollar damit raus. Später bekommt man dann andere Werte raus, je höher das. Oh, ich wollte eigentlich gar keine Kartoffel haben. Halt, stopp. Je höher die dann auch steigen. Hier seht ihr dann zum Beispiel, das ist auch alle 4 Jahreszeiten, aber der Unterschied, man bekommt sehr viel mehr Geld und auch mehr Erfahrungspunkte raus, aber es dauert halt einen Tag und nicht nur 3 Stunden, bis man die dann ernten kann. Fische, wir haben den ersten Fisch freigeschaltet beispielsweise. Und wir können, genau, dafür brauchen wir auch noch die Medaillen. Wir können uns jetzt eine Zapfsäule bauen, sobald wir die Medaillen haben. Und die sind ganz, ganz wichtig, denn dadurch kriegen wir unseren Traktor. Und mit dem Traktor können wir dann 3x3 Felder große, ja, Felder ernten, anbauen oder bewässern. Ganz, ganz wichtig. Aber das machen wir dann alles zusammen in der nächsten Folge. Beziehungsweise eventuell ein paar Sachen stelle ich offline dann noch auf, wie jetzt hier zum Beispiel den Obststand. Den würde ich dann offline stellen, wenn ich Level 3 erreicht habe und ich weiß, wie viel ich für die Erweiterung brauche. Hier haben wir ganz viel Deko-Sachen jetzt freigeschaltet. Das ist ganz gut, das Gästebuch. Das mache ich relativ zu Beginn eigentlich immer rein, dass wenn jemand kommt, kann sich dann eintragen und einen lieben Gruß dalassen beispielsweise. Hier auch ganz viele Deko-Sachen, die jetzt schon freigeschaltet sind. Und verschiedene Straßen, die wir halt eben bauen können. Das hier ist die normale Straße, die wir jetzt haben. Und ja, da gibt es halt auch sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die man haben kann. Ja, ich würde sagen, da das Video jetzt doch schon ziemlich lange ist, dass ich dann hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass ich ja ein paar Tage oder so was mache und das nächste Video dann mache, wenn sich hier ein bisschen was verändert hat, euch dann immer auf den Laufenden halte, wie es jetzt gerade aussieht, noch ein bisschen was erzähle für all diejenigen, die noch Anfänger sind oder das Spiel vielleicht noch gar nicht kennen oder vielleicht mit den Gedanken spielen, sich das Spiel zu holen. Und ja, das finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass man dann auch was erklärt und nicht nur so stur, sage ich mal, seinen Kram da macht und keiner weiß dann Bescheid und denkt sich, ja, vielleicht sollte ich doch noch mal woanders gucken, um mir so einen Tipp zu holen. Deswegen, ja, Spitzöhrchen hinter mir ist am Flattern und ein bisschen ungeduldig, weil sie Hunger hat und ich ehrlich gesagt jetzt auch. Deswegen verabschiede ich mich erstmal und sage bis zum nächsten Video. Ciao!